So, und die letzte Szene haben wir in Chorweiler gedreht, natürlich ohne Genehmigung. Shit. Ey, das war einfach eine heftig gefährliche Angelegenheit. So, jetzt gucken wir mal, wie wir damals vor 7 Jahren mit 4-stelligen Budgets umgegangen sind. Hallo liebe Filmemacher und Rap-Fans, es ist ein Samstag und das heißt, es ist wieder die Zeit für einen Insider-Talk. Heute haben wir ein Musikvideo aus dem Jahr 2015. Ich fand das Video sehr, sehr innovativ damals, weil wir das mit One Take gedreht haben, allerdings mit versteckten Schnitten. Das heißt, in einer Szene gibt es keine Schnitte, es gibt nur Schnitte zwischen den Szenen. Und wie das Ganze aussieht und für welchen Rapper wir das gemacht haben, sehen wir gleich. Kurze Fakten zu dem Video. Das Musikvideo Meine Werte von PA Sports wurde 2015 in Köln gedreht. Die Produktionsfirma war Street Cinema. Ich habe Regie und Schnitt übernommen. Die Produktionskamera war Red Epic X und das Budget war 4-stellig. Habe meinen Eltern versprochen, ich mach sie beide stolz. So, jetzt gucken wir mal, wie wir damals 2015, also vor 7 Jahren, mit 4-stelligen Budgets umgegangen sind. Schöne Grüße an dieser Stelle an PA Sports. So, womit kann ein Street Cinema Video starten? Natürlich mit einem Popöchen. Die Kamera geht weiter. Die ganze Szene wurde in Odonien in Köln gedreht. Das ist eigentlich nur eine Party-Location und ein bisschen abgeranzt. Wir haben da ein paar Plakate, ein paar Sachen hingestellt, damit das noch authentischer aussieht. Also normalerweise ist der Raum leer. Wir haben aber hier eine Crack-Küche gemacht. Hier Lensflares übrigens, die sind natürlich fake. Das habe ich später mit After Effects hinzugefügt, weil wir damals alles mit Valimax-Optiken gedreht haben. Hier schön Computerspiel, Geldzählmaschine und natürlich Fake-Drogen und Chips dürfen auch nicht fehlen. Alles auf einer abgeranzten Couch. Im Prinzip haben wir den Raum komplett gestaltet, Requisite hingestellt, so dass es nach einem Wohnzimmer aussieht. Und dahinter ist eine Ari Kunstlicht mit einer grünen Folie. Die Kombination von Grün, Rot und Blau haben wir extra gewählt. Also Grün ist sowas Versifftes und Blau ist halt dieses kühle Licht, um diese kühle, ekelhafte Atmosphäre zu zeigen. So, jetzt kommt PA unerwartet in das Zimmer und ballert sofort. Kurz zu diesen Effekten, wir haben einen professionellen Waffenmeister und Pyrotechniker am Set, der natürlich hier diese Platzpatronen extra präpariert hat, weil auch mit Platzpatronen darfst du nicht so nah schießen. Alles bleibt in einem Schnitt, also bis jetzt gab es gar keinen Schnitt, nur manche Kamerabeschleunigungen. So, und jetzt gehen wir ins T-Shirt von PA. Und komm hier raus. Übrigens, das ist jetzt Gebäude 9 in Deutz. Geile Location, wo wir bestimmt über 10 Videos gedreht haben, ist jetzt abgerissen und zu Luxus-Loft-Wohnungen umgebaut wurde. Aber 2015 war die Location richtig krass. Und der Porsche Cayenne stammt von mir. Ich glaube, das habe ich mir zum 30-Jährigen einfach gegönnt. Kennzeichen, nicht retuschiert. Übrigens, bei dieser Szene ist der Schmiedi mit einem Segway rückwärts gefahren. Ey, das war einfach eine heftig gefährliche Angelegenheit. Der ist mit Segway rückwärts vor dem Porsche gefahren, um diese Aufnahme zu bekommen. Schmeri! So, jetzt kommen wir zur nächsten Szene. Und die nächste Szene ist eigentlich Street Cinema Büro.
gerade frisch im Autohaus gewesen, um ein bisschen Komplexe zu kompensieren. Auf jeden Fall, wir haben ein bisschen umgebaut im Büro. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen zeigen, damit das angenehmer ein bisschen, damit das Arbeiten ein bisschen angenehmer ist. So rum. Wie man sieht, wir haben jetzt hier die neue Technik und so angeschafft. Und hier ist dann auch für die ganzen Azubis und Kunden, die dann reinkommen, haben wir jetzt extra einen neuen Bereich gebaut, damit sich alle auch wohlfühlen und fühlen. Übelste Nutte, Johnny. Karo, Papa, was essen du? Wir haben unser Street Cinema Büro komplett umgestaltet, durch die Farben auch zum Puff umgewandelt und die Türen in den Räumen abgehangen und diese hässlichen Gardinen aufgehangen. Ich weiß nicht, ich glaube, das heißt nicht Gardinen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie die Dinger heißen. Auch Performance ist in die Szene integriert. Das war auch kompliziert, alles so zu takten, dass wir halt die Performances auch mitnehmen und dass die perfekt in die Szene passen. Jetzt kommt dieser Gang in den Slow Motion. Also wie man sieht, wir haben hier nicht so diese klassische Performance-Ebene und Story-Ebene, sondern die Performance ist in die Stories integriert und das Ganze läuft wie ein Film, halt ohne jegliche Schnitte. So, jetzt kommt die Tiefgarage. Einfach Übergabe. Auch die ganzen Drehungen ist alles One-Take gewesen, nur halt mit Beschleunigung. Und die ganze Zeit läuft PA von einer Szene zu der anderen. Also es dreht sich, Wortspiel, es dreht sich um PA und um seine Abenteuer in der Unterwelt. So, wenn man hier rechts guckt, erkennt man den guten Tassin. Ist auch am Start. Der hat damals, glaube ich, für PA seine Vlogs gemacht und war beim Dreh dabei und hat sehr gut authentisch ins Bild reingepasst. Hier ist natürlich so ein bisschen wackelig. Das Einzige, was ich nicht so ganz feiere hier, weil wir das halt mit dem Gimbal und komplett ohne Easy Rig gemacht haben. Und Schmiedi beim Laufen hat ein bisschen in der Z-Achse gewackelt. Natürlich mit Easy Rig wäre das heutzutage nicht passiert, aber das waren die Anfänge, wo die ersten Gimbals rausgekommen sind. Das war Ronin 1. Das waren wirklich 2015 Anfänge von den ganzen großen Firmen wie DJI. Die haben erst Gimbal rausgebracht, die haben das geguckt, das getestet. Easy Rig hatte noch keine Aufnahme für Gimbal. Hol mir alles, bis ich diese ganzen Hater kotzen sehe. Ich bleibe, wie ich bin. So, und die letzte Szene haben wir in Chorweiler gedreht. Natürlich, ohne Genehmigung. Shit. Sind wir da Drohne geflogen? Also wir schauen jetzt mal die Szene an. Meine Werte sind mein Leben und ich zeige dir den Sinn. Wir jagen die Ich habe hier Drohne geblurrt. Damals konnte ich die CGI noch nicht, wie man die Drohne komplett retuschiert, aber dieser Schatten war extrem zu sehen, deswegen haben wir die Ecke geblurrt. Und nämlich das Geld, was PA in jeder Szene abgezogen hat, ja, schmeißt sie jetzt aus dem Fenster raus im Ghetto an die armen Kinder. Und das Bild ist richtig geil. Übrigens, das waren die Aufnahmen mit einer GoPro, das war Phantom 2, die hatte noch keine, also DJI Phantom 2, ne? Mittlerweile gibt es keine Phantom-Serie mehr, alle nutzen Mavic. Aber das war die Zeit von von Phantom. Da musste man GoPro drauf machen. Und ja, die GoPro, glaube ich, konnte in Full HD 50p. Deswegen ist das schöne Slow Motion, schöne Zeitlupe. Bisschen Fisheye. Mäßige Aufnahmen. Und die Kinder, die natürlich von uns engagiert wurden, sammeln das Geld. Die Scheine sind übrigens nur von einer Seite bedruckt, so dass keiner die als echte Scheine benutzen kann. Lustig, was die anderen Leute hier gedacht haben. Ey, der schmeißt einfach Geld aus dem Balkon.
Da kamen noch ein paar dazu, die halt nicht geplant waren. Hier wackelt ein bisschen Rolling Shutter von der Kamera. Wie gesagt, es waren auch GoPro. Ich glaube, es war GoPro 3 oder GoPro 4, weiß nicht, vielleicht noch früher. Das war's heute von mir. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Das Video ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant gedreht worden. Und ich wollte unbedingt euch einen Insider-Talk dazu bringen. Schreibt gerne in die Kommentare, was für Insider-Talks ihr noch hören wollt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Video haltet und ob ich die weiteren Videos von PA Sports gerne unter die Lupe nehmen soll. Hier, die Kommentare unten sind für euch da. Like dieses Video, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, alles für Algorithmus. Ja, jetzt rede ich wie ein richtiger YouTuber. Meine Lieben, wir sehen uns bald und ich wünsche euch einen entspannten Samstagabend. Bis dann. Ciao.